ins EU-Budget. Jetzt muss Merkel um Deutschlands Rabatt kämpfen. Die Schlagzeilen zum Mehrjahreshaushalt haben es in sich. Doch wenn sich die Staats- und Regierungschefin hinter Rabattzahlungen und Zahlenbergen verstecken, geht es in Wirklichkeit um die Zukunft der EU. Wollen wir die EU klimaneutral machen? Wollen wir Jugendarbeitslosigkeit und Armut bekämpfen? Wollen wir mehr in Forschung und Digitalisierung investieren? Wir Grüne wollen das und wir wollen deshalb den Vorschlag, der Herr Michel jetzt ausarbeitet und der nächste Woche auf dem Tisch liegen wird, auch genau daran beurteilen und an nichts anderes. Denn wir wissen, dass 1,0% oder 1,07% viel zu wenig sind. Es bedeutet Kürzungen für das EU-Budget und für die Zukunftsfragen. Wir brauchen mehr gemeinsame Investitionen in der EU, um die EU klimaneutral zu machen. Wir müssen die Mittel aber auch klimagerechter ausgeben. Weniger für Kohle und industrielle Landwirtschaft, mehr für erneuerbare Energien und eine klimagerechte Landwirtschaft. Für uns ist die EU aber nicht einfach nur eine Geldmaschine, wo alle etwas bekommen, sondern für uns geht es in der Debatte um Demokratie und Werte. Und wer unsere Demokratie mit Füßen tritt, darf kein Geld aus dem EU-Budget bekommen. Deshalb brauchen wir einen starken Rule-of-Law-Mechanismus und wir sagen ganz eindeutig, wenn Viktor Orban zusammen mit anderen den Rule-of-Law-Mechanismus kickt, dann werden wir dem Finanzrahmen am Schluss als Parlament insgesamt nicht zustimmen. Kein Land profitiert mehr von einer starken EU als Deutschland und deshalb finden wir die Position der deutschen Bundesregierung besonders kleinkariert. Deutschland wäre ohne die EU deutlich schwächer. Deutsche Unternehmen exportieren extrem viel ins Ausland, ins EU-Ausland und profitieren von Investitionen in alle Mitgliedstaaten. Und deshalb wünschen wir uns, dass die deutsche Bundesregierung sich für ein starkes EU-Budget engagiert. Gerade einmal 87 Cent pro Tag und Bundesbürgerinnen investiert Deutschland in die Europäische Union. Wir glauben, dass es gut verträglich wäre, auch 20 oder 30 Cent mehr auszugeben. Wir sind gespannt auf nächste Woche. Wir Grüne kämpfen für ein starkes Budget und für mehr Klimaausgaben. Vielen Dank.